Hallihallo, meine lieben Kreativlinge. Ja, ich muss dieses Video schnell aufnehmen, weil ich muss dann wieder auf Arbeit. Und die Kleine ist im Hintergrund. Ich hoffe, die ist nicht zu laut. Aber ich dürfte erneut. Also es ist. Mir fehlen wirklich die Worte. Mir fällt wirklich nichts mehr ein. Das ist beim letzten Mal schon gewesen. Und Globaland hat nach der letzten Kooperation gefragt, ob ich noch einmal eine Kooperation machen möchte. Und ich mag die Produkte. Ich mag wirklich die Produkte. Und dann habe ich natürlich nicht nein gesagt. Ja, ich weiß es nicht. Dauerhaft Kooperationen ist blöd auf der einen Seite. Auf der einen Seite freue ich mich. Ich versuche ja was draus zu basteln. Ich gebe mir Mühe. Ihr seht schon, ich bin an ATCs dran. Die Slimline-Karte, die ich gemacht habe mit den Sachen von Globalint aus der letzten Kooperation, die ist so gut angekommen, dass ja, dass ich ATCs mache. Ich bin dabei. Auf jeden Fall, die Sachen sind heute angekommen und die packen wir jetzt gemeinsam aus. Alles, was ich mir natürlich ausgesucht habe, wie immer, werde ich in der Infobox verlinken mit dem Rabattcode, der Natter10 ist. Also so wie üblich. Eine Bestellung von Globaland ist auch noch auf dem Weg. Ja, so viel dazu. Also ihr habt auch bei dem Code habt ihr keinen Mindestbestellwert oder so. Also da braucht ihr keine Angst haben und ihr könnt den ruhig 10-mal benutzen. Ich selber benutze den auch jedes Mal, wenn ich bestelle. So, da ist meine Packliste. So, zuallererst wäre das diese Nummer, aber wie gesagt, ich werde nochmal alles in der Infobox verlinken. Habe ich das von meiner Wunschliste rausgesucht? Diese zuckersüßen Hasen. Die würden, naja, vom Größenverhältnis jetzt nicht unbedingt, ne? Aber vielleicht so, ne? So. Wenn jetzt ist halt eine Minifee. Ist eine Tinkerbell. Einmal die hier, die zuckersüßen Hasen und auch die Igelchen. Sehr, sehr süß. So, dann gucken wir mal, was ist was. Ach ja, okay. Dann mit dieser Nummer. Ich mach mal Platz. Das ist eine ganze Menge. Also das wird so eine. Oder es soll so eine Art Pop-up-Karte werden, da ich nicht schlüssig war, was es sein soll. Also, ja, das Bild, ne, hat man schon gesehen. Ich kann ja mal gucken, ob ich es finde auf die Schnelle. Machen wir mal die Seite auf. Na komm. Meine Wunschliste. Übrigens hat Globaland, habe ich letztens gesehen. Sogar Wachssiegelstempel. Allerdings bis jetzt nur Wachssiegelstempel. Also noch keine Wachssiegel. Da ist es. So schaut es aus oder soll aussehen. Kommt dann in eine oder soll in eine Karte reinkommen da. Deswegen bin ich ultra, ultra gespannt, wie das wird. Wie gesagt, da bin ich nicht ganz schlüssig geworden, weil das ein bisschen irritierend aussieht. Aber ich werde mich natürlich da durchfuchsen und euch natürlich zeigen. Auf jeden Fall ist allerhand dabei. Da haben wir so ein Holzlöffel für Honig. Da steht Bee. Was steht denn da? You sweet, happy, honey, thank. Ja, dann. Ne, so Honigkleckse kann man natürlich aber auch anderweitig benutzen, zum Beispiel explizit für Halloween, ne, so Blutstropfen oder so. Oder auch Weihnachten, ne, so als Eis. Ja, wobei Eis ist eher, ne, oder Schnee. Oder wenn Süßigkeiten, ne, so ein Rosa, wenn Süßigkeiten so runterlaufen. Ein Honigtopf. Ja, Herzstandsschablonen sind dabei. Die haben aber eine andere Form als die, was ich habe. Aber ist halt trotzdem nie verkehrt. Dann ein paar Bienchen. Dann
2, 4, 6 Ecke. Lass mal zählen. Ne, allerhand auf jeden Fall. Und ein paar Kreise, so Grundformen sind ja eigentlich auch nie verkehrt. Das wird das. Legen wir mal zur Seite. Dann habe ich mir das ausgesucht. Mit der Nummer. Da oben geht's auf. Also ich freue mich mega. Ich bin einfach so perplex. Ich wusste auch schon gar nicht mal, was ich schreiben sollte als Antwort. So, das ist einmal so ein Glaskuppel oder soll eine Glaskuppel sein. Mit Kristalle. Da habe ich auch schon ganz tolle Ideen. Da ist noch Kristall. Das erinnert mich an, war das, nee, nicht Spellbinders. Ist ja auch egal, aber irgendeine Firma habe ich gesehen gehabt und habe mir auch gedacht, oh ja, wäre nicht schlecht. Aber gut. Und dann haben wir hier noch die Pilze. Ich sehe gerade, die werden ausgestanzt, aber das ist nicht so schlimm. Da haben wir noch so ein Sternchen. Ja, da fällt mir auf jeden Fall definitiv was ein. Natürlich habe ich Ideen, sonst hätte ich mir die Sachen nicht rausgesucht. Wobei, da bin ich mir etwas unschlüssig. Ich wollte eigentlich wissen, wie das Ganze funktioniert. Bin ich ehrlich. Ich wollte halt wissen, wie das ausschaut. So, und zu guter Letzt mit dieser Nummer. Auch wieder eine Standschablone, aber eine Box. Ja, Box, ne? Die letzte Box, die ich hatte, war sehr schade. Ich habe gesagt, die will ich mir nochmal bestellen. Aber im Moment bin ich ehrlich, die kostet ja trotzdem 15 Dollar. Bin ich etwas zu geizig dafür. Aber ich werde sie irgendwann nochmal bestellen für mich selbst. Also, ne? Ohne Kooperation. Und dann werde ich das Ganze nochmal testen. Aber 15 Dollar sind 15 Dollar. Dafür gehe ich eine Stunde arbeiten. So ungefähr. Muss man so rechnen, ne? Das wird auf jeden Fall ein Milchkarton. Deswegen bin ich gespannt. Das stand auch auf meiner Wunschliste. Aber das fühlt sich auf jeden Fall jetzt, wenn ich das hier, ne, so an die Faltlinien und Schnittkanten, fühlt sich die Faltlinien auf jeden Fall schon mal nicht so hoch an wie die Schnittkanten. Also, ne, das kann man ja so ein bisschen erspüren. Also, die fühlen sich nicht so hoch an wie die Schnittkanten. Ja, das kann ich hier auch super spüren. Also, das ist eine Schnittkante und das ist hier eine Faltlinie. Also, das könnte sogar funktionieren. Auf jeden Fall haben wir noch hier Schmetterlinge dabei. So also Milchbox gehen ja eigentlich immer. Das ist dann quasi die Seite und das ist dann die Front. Muss dann jeweils zweimal ausgestanzt werden. Wie gesagt, mache ich noch mit euch alles. Da haben wir dann noch so Tags. Und das ist der Boden. Da haben wir dann auch noch so einen, ja, Aufleger. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Das ist der Boden, den braucht man dann nur einmal. Die wird ganz schön groß. Habe ich jetzt so ein Lineal hier? Mhm. 7 cm ist der Boden breit. Ich muss ja von hier messen. 7, naja, logischerweise 7 breit. Und in der Höhe 15,6, 15,7. Also nicht gerade klein, also doch schon recht, da passt bestimmt einiges rein. Wie gesagt, werde ich auf jeden Fall mit euch alles durchtesten, so wie bei den letzten. Dass ich einmal alles durchwurschtel. Ich bin gespannt, es fühlt sich auf jeden Fall schon mal besser an. Ja, auch hier ist. Fühlen die sich nicht so hoch an wie die Schnittkanten. Ja, meine lieben Kreativlinge, ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Ertragen. Ich bin einfach unglaublich perplex, dass ich eine erneute Kooperation mache. Das bedeutet für mich tatsächlich habe ich da ein Loch drin? Ich habe tatsächlich zwei Löcher in meinem T-Shirt drin. Es bedeutet für mich Lob. Lob an meinen Kanal, Lob an mich. So, ja, ne, weil wenn ich jetzt noch einmal darf, das, ja. Okay, genug gelabert. Ich bin echt gespannt, vor allem darauf, wie das gewurstelt wird. Meine lieben Kreativlinge,
Noch einmal, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.